Heute war ich auf der AMX, der Additive Manufacturing Expo in Luzern. Und auch wenn diese Messe deutlich kleiner ist als die Formnext in Frankfurt, gab es dort doch schon das ein oder andere Interessante zu sehen. Und darüber möchte ich heute mit euch in diesem Video reden. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makeorama.de. Und ja, es gab wirklich ein paar coole Sachen zu sehen, die ich euch hier gerne mal erzählen möchte. Angefangen natürlich mit einem Thema, wo ich mich in letzter Zeit sehr stark wieder mit beschäftige, nämlich mit Voronen. Und da hat sich ein Student gedacht, okay, ich baue in so einen Voron 2.4-300 einfach mal ein 5-Achsen-Druckbett ein, was ich persönlich ziemlich cool finde. Das heißt also, das Druckbett konnte sich einmal um die eigene Achse drehen und einmal nochmal so drehen. Das heißt, man hat im Endeffekt einen 5-Achsen-Drucker, ähnlich wie das dann bei Dual Wi-Fi auf der Formnext letztes Jahr der Fall war. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich genial, weil man dort ohne Support natürlich auch jegliche Formen drucken konnte. Das hat mich echt in den Bann gezogen, das fand ich super spannend. Allerdings muss ich sagen, ist die Druckgeschwindigkeit noch relativ gering, aber der gute Herr hat damit seinen Bachelor gemacht und das fand ich echt cool von der Art und Weise her. Was ich auch noch cool fand, war ein Drucker von einer anderen Universität, die mit einem Granulatextruder jetzt kein PLA oder ABS, wie jetzt diese Teile gedruckt hat, sondern Keramik auf Basis von einem, naja, Trägerstoff, den sie mir nicht verraten wollten, aber die Teile waren dann am Schluss, wenn sie gebrannt waren, und dieses ganze Wachs und der ganze Trägerstoff dann entsprechend entfernt wurde, waren die, naja, erstens schwer und zum anderen natürlich auch wirklich detailliert und sahen richtig gut aus. Das hat mir auch ganz gut gefallen, vor allen Dingen, weil es da sehr viele Anwendungsbereiche gibt. Die hatten dann nochmal entsprechend ein paar Ausstellungsstücke im SLA-Bereich gehabt, die dann natürlich deutlich feiner waren von der Auflösung her. Aber ich muss sagen, das ist natürlich auch schon ziemlich innovativ. Vor allen Dingen, die hatten zwei Druckköpfe und der Aufbau von dem Drucker war so, dass das Druckbett sich in X- und Y-Richtung bewegt hat und der Druckkopf nur noch hoch und runter gefahren ist, was natürlich auch schon mal ziemlich stylisch ist. Dann waren wir nochmal an einem Stand, an dem ein HP-Drucker stand. Und das war in der Tat in mehrerlei Hinsicht spannend, denn die haben dort gezeigt, wie sie zum einen PR12, also Nylon, drucken können, zum anderen aber auch, wie sie das Ganze einfärben. Das heißt also, sie haben so wirklich eine Färbemaschine dort gehabt und auch ein paar farbige Drucke, die man sich anschauen konnte. Das heißt also, solche Drucke wie hier oben, ich nehme mal die Haube runter, hier oben den Druckkopf, zum Beispiel den Extruder, den haben die dann entsprechend auch nochmal eingefärbt in verschiedenen Farben, das geht natürlich auch. Und die hatten ein spannendes Projekt, auch wieder von der Uni, glaube ich, war das, wo jemand 3D-gedruckte, naja, Hauben aufgesetzt hat. Wir hatten erst gedacht, das wäre eine EEG-Kappe, aber im Prinzip wurde das Ganze eingesetzt, um Hirnbereiche zu stimulieren, die bei Alzheimer-Patienten dann ein bisschen, naja, zum Problem werden, sagen wir es mal so. Und damit haben sie gute Ergebnisse erzielt, um quasi Alzheimer so ein bisschen zu bekämpfen. Das finde ich super spannend, wie dort 3D-Druck zum Einsatz kommt, dass man erstmal einen 3D-Scan vom Kopf macht und dann auch entsprechend mit den Hirnscans, die man gemacht hat, genau weiß, an welcher Stelle man, an welcher Region natürlich das Ganze anpassen muss. Man muss dann zwar jedes Mal den Aufsatz entsprechend, den Hut modellieren, damit die Elektroden auch richtig sitzen, aber genau dafür ist 3D-Druck da und das finde ich super spannend. Dann gab es noch natürlich die üblichen Verdächtigen. Race 3D-Drucker, ein paar Bamboo Labs, ein paar Markforged-Drucker und natürlich auch noch mal ein paar Raketentriebwerke, die nicht fehlen durften. Das eine fand ich extrem spannend, weil es sehr detailliert war und auch wirklich man schön sehen konnte, wo die einzelnen Treibstoffströme langgehen. Und dann gab es noch mal einen schönen kleinen Roboter, der auf Basis von 3D-Druck in einer kleinen Fertigung entsprechend, einer kleinen Serienfertigung hergestellt wird, der auf zwei Rädern quasi balanciert, ähnlich wie ein Segway. Und das fand ich auch ziemlich spannend, dass sie das auf der Expo einfach haben rumfahren lassen. Das ist natürlich auch so eine Art Roboter gewesen, der da rumgefahren ist. Finde ich echt super spannend. Last but not least möchte ich gerne noch mal einen persönlichen Shoutout an Nikola richten. Das ist ein Patreon von mir, mit dem habe ich mich vor der Messe getroffen. Wir sind zusammen über die Messe gegangen. Das war super unterhaltsam und auch entsprechend spannend. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns auf der Formnext zu treffen, mit anderen Makern auf der Formnext zu treffen und gemeinsam über die Messe zu gehen, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link für ein Meetup, wo wir uns am 10. November dann entsprechend treffen und vielleicht anschließend noch was essen gehen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und natürlich vielen lieben Dank an meine Patreonen, die das alles möglich machen. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.